Hallo liebe Freunde zu einem neuen Video. Anfang des Jahres hatte ich ein Vorhaben. Dieses Jahr nehme ich mir vor, dass ich mehr rohes Obst esse, mehr rohes Gemüse. Irgendwie vergesse ich dann drauf. Aber dieses Jahr wird das nicht passieren. Anfangs lief es ganz, ganz toll, aber dann die letzten Monate eher mehr schlecht als recht. Aber das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Ich kann ja noch richtig aufholen. Und deshalb habe ich gestern einen Tag komplett Rohkost eingelegt. High Carb, roh vegane Rohkost. Auch 80-10-10 genannt. Also sehr viel Kohlenhydrate, ganz wenig Eiweiß, ganz wenig Fett. Wie es mir dabei gegangen ist, was ich so gegessen habe und alle Rezepte, die gibt's in diesem Video. Los geht's. Ich bin jemand, der morgens sehr gerne isst und auch sehr viel essen kann morgens. Deshalb habe ich mir gleich das Gericht mit den meisten Kalorien für den Morgen vorbereitet, nämlich einen Daterade Shake. Daterade klingt wie Gatorade und das hat auch einen Grund, weil dieser Shake soll genauso gut sein wie Gatorade, nur eben mit D-Datteln. Da sind nämlich ziemlich viele Datteln drinnen, um genau zu sein, 300 Gramm Datteln. Und in meinem Fall habe ich noch 180 Gramm Spinat reingegeben, einen Teelöffel Lebkuchengewürz und Wasser. Alles zusammen in einen Mixer geben und los geht's. Sehr süß. Wie 1000 vegane Gummibärchen auf einmal in einem Shake mit Spinat. So schmeckt das. Dieser Shake hatte weit über 1000 Kalorien und hat mich auch den ganzen Vormittag begleitet. Ich habe ihn immer wieder getrunken. Mittags bin ich eine Runde laufen gegangen und dann hatte ich gegen 13 Uhr dann schon irgendwann wieder Hunger und habe mir mein Mittagessen gemacht. Eine Rohkost-Süßkartoffel-Lauchsuppe. Jetzt wird es, glaube ich, gesund. Ich bin sehr gespannt. Ich esse zum ersten Mal Süßkartoffeln roh. Drin Süßkartoffeln, Lauch, Datteln, ein bisschen Avocado, Curry, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Ein paar andere Sachen noch, die ich jetzt vergessen habe. Und jetzt kommt natürlich noch Wasser hinzu. Ich bin sehr gespannt, ob das schmeckt. Schmeckt ein bisschen nach Knoblauch, schmeckt ein bisschen nach Curry. Und schmeckt eigentlich gut. Jedenfalls Mahlzeit. Diese Suppe hatte maximal 500 Kalorien, also nicht so viel. Und das habe ich auch gemerkt, weil 2 Stunden später, da hatte ich dann schon wieder Hunger. Was macht ein Mensch, der sich High Carb ernähren mag, wenn er Hunger hat? Was macht er? Die heilige Regel der High Carb Menschen. Man muss Bananen essen. Viele Bananen. Weil ich das schon gewusst habe, habe ich am Vortag 7 bis 8 Bananen eingefroren. Die habe ich dann vom Tiefkühler genommen und mir daraus ein Ice Cream gemacht. Jetzt glaube ich 8 Bananen oder so, oder 9, keine Ahnung. Ziemlich viele, sehr reife Bananen, deshalb ist es auch süß und sehr lecker. Ja, Prost! Eine halbe Stunde später ist nichts mehr da, aber mir ist jetzt ein bisschen schlecht. Dann hatte ich tatsächlich gar keinen Hunger mehr für einige Stunden und war ziemlich voll. Aber mein Körper hat dann trotzdem noch ein bisschen mehr verlangt. Gegen Abend habe ich dann doch Hunger bekommen und habe dann noch 4 oder waren es sogar 5 Bananen im rohen Zustand gegessen, so richtig High Carb mäßig eben. Insgesamt habe ich gestern also um die 3000 Kalorien zu mir genommen, so um den Dreh. Ja, und wie ist es mir da eigentlich so gegangen? Ja, danke, mir ist es gut gegangen. Ich hatte gestern viel Energie, es ging mir gut, aber gegen Abend hatte ich dann tatsächlich das Verlangen, dass ich irgendwas Fettes oder Gekochtes esse. Vermutlich, weil ich es gewöhnt bin, aber als meine Familie abends neben mir, während ich eine Banane gegessen habe, hat meine Familie Pasta gegessen, gekocht. Und das hat mich dann schon sehr angeschaut. Ich wollte es eigentlich lieber essen. Durch dieses Mini-Experiment kann ich auf jeden Fall sagen, dass vegane Rohkost, High-Carb-Ernährung und ich auf jeden Fall keine Liebe auf den ersten Blick sind. Aber man muss sagen, ich habe mir auch die denkbar schlechteste Jahreszeit für dieses Experiment ausgesucht. Weil wir hatten fast nur Datteln und Bananen eben zu Hause, die sich geeignet hätten. Aber wäre es Sommer und ich hätte Mangos und Beeren und was weiß ich noch alles zu Hause, dann würde die Sache sicher schon ein bisschen anders aussehen und es wäre auch ein bisschen bunter, leckerer, geschmacksintensiver gewesen. Solltet ihr auch mal einen Tag Rohkost, High Carb, 80-10-10 probieren wollen, dann habe ich euch alle Rezepte von gestern unten in die Infobox gepackt. Diese Rezepte sind übrigens nicht von mir, sondern von Katrin und Denise von Vegan Feeling. Die haben mir mal so ein Rohkost-E-Book High Carb Buch geschenkt. Und von da habe ich eben die Rezepte. Wenn euch das E-Book interessiert, unten ist ein Link. Ich bekomme wie immer keinen Cent dafür. Ich weiß einfach, wie man YouTube-Business macht.
Ja, und wenn ihr denkt, dass ich mich heute Morgen, also einen Tag nach dem Experiment, gleich morgens auf fettes, gekochtes Essen gestürzt habe, dann muss ich euch enttäuschen. Ich habe heute Morgen gleich etwas Gesundes zu mir genommen und das war wieder Rohkost, nämlich ein Spinat-Orangenshake. Der war super lecker und den habe ich euch schon mal gezeigt. Den Link habe ich euch auch unten eingepackt. Ich habe also mein Experiment sogar freiwillig noch ein bisschen erweitert. Dann war aber wirklich Schluss. Heute Mittag habe ich dann schon wieder etwas Gekochtes gegessen und ich habe mich sehr gefreut, wieder etwas Gekochtes zu essen. Weil ich es einfach gewöhnt bin. Lecker was. Habt ihr schon mal probiert, einen Tag roh vegan, high carb euch zu ernähren? Oder sogar länger? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt auf eure Meinung. Zum Abschluss noch eine kleine Bitte, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal, aber viel wichtiger, die Glocke daneben. Aktiviert die, weil sonst tut mich YouTube irgendwo nicht ausliefern und verstecken, irgendwo im Algorithmus verschwinde ich dann. Ja, YouTube, ich sehe, was du machst. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall alles Gute, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder bei einem neuen Video. Bis dahin! Alles Gute, bleib brav. Tschüss.